Hallo YouTube, willkommen zu einem weiteren Exploding Ham Warhammer Total War Online Ladder Game. In diesem Spiel kommandiere ich eine Armee der Zwerge gegen eine Armee des Chaos und auch in dieser Runde habe ich meine Zwergenarmee aus drei Ironbreakers und drei Runesmiths verwendet, verstärkt mit einer Armee Slayer, einer Einheitslayer, einer Gruppe Dwarf Warriors, einem Grudge Thrower und hier hinten fliegen zwei Einheiten Gyrocopters herum. Einer mit Brimstone Guns, der eine leider oben ohne, da habe ich bei der Aussuchung meiner Armee leider einen Fehler gemacht. Angrim Iron Fist als General und der Grudge Thrower beginnt bereits seine Grudges zu werfen. Der Gegner hat einen Chaos Lord auf fliegende Monster mitgebracht, sowie eine Einheit Marauder Horsemen mit Hofäxten. 1, 2, 3, 4 Einheiten Chaos Warriors mit Great Weapons, gut gegen Armor Piercing. Und 1, 2, 3, 4, 5 Einheiten Chaos Marauders mit Great Weapons vorne, Chaos Warriors mit Great Weapons hinten. So, also extrem stark Armor Piercing Capability von meinem Gegner hier. Außerdem ein Chaos Sword von Sir Death und zwei Exalted Heroes. Ohne Pferde müssen sie auch, die müssen ja gegen die Zwerge nicht schnell sein. In erster Linie geht der Plan erstmal unerwartet, erwarteterweise auf. Der Grudge Thrower bewirkt, dass die gegnerische Armee sich relativ schnell auf mich zubewegt. Allerdings hat er mit seinem Chaos Lord auf natürlich die einfache Möglichkeit, meine Gyrocopter hier wegzulocken. Und auf der anderen Seite kann seine relativ günstige Wurf-Axt-Gruppe meine anderen Gyrocopter hier harassen, was relativ ärgerlich ist. So konnten die mit ziemlich wenig Einsatz von Geldmitteln neutralisiert werden. Im gesamten Rest des Spiels bin ich praktisch nur dabei, mit den Jungs hier vor denen hier zu fliehen und mit meinem anderen Gyrocopter vor seinem Lord zu fliehen. Das war zwar relativ kosteffektiv, das hier eher weniger. Gehen wir mal rein und gucken, was der Grudge Thrower anrichtet. Grudge Thrower leistet ganz ausgezeichnete Arbeit. Obwohl diese Chaos Warriors nicht so leicht einschüchtern lassen. Spulen wir das ein bisschen vor, bis der Gegner hier in Reichweite kommt. Er läuft relativ langsam, aber nein, doch nicht. Moving fast. Ich habe meinen Grudge Thrower hier vorne geopfert. Der hat schon eine ganze Menge an Munition verbraucht. Hätte ich im Nachhinein wahrscheinlich nicht tun sollen. Ich verändere meine Position von dem Noob-Viereck zu einer etwas mehr nach vorne ausgerichteten Position, damit meine Ironbreakers ein bisschen mehr Fähigkeit haben, ihre Bomben zu werfen. Das tun die auch schon hier. Rune Flash und Wrath of Rune habe ich bereits auch ausgelöst. Der verwendet hier einen Vortex Spell gegen meine Slayer. Oh, meine Slayers haben unglaublich viel Schaden genommen von diesem Vortex Spell. Also normalerweise sind sie ja nicht so effektiv, weil sie relativ unberechenbar sind, wo sie hingehen. Aber in diesem Fall hat es sich mehr als gelohnt. Ironbreakers sind zur Hälfte zerstört und Slayer zu zwei Drittel. Katastrophal, kann ich anders sagen. Katastrophal. Eine weitere Taktik, wie der Chaos-Spieler hier benutzt ist, er geht mit seinen Chaos Marauders und einigen wenigen Einheiten von Chaos Warriors vor und lässt hier 1, 2, 3 Einheiten in Reserve, was eine sehr gute Idee ist, so bleiben die nämlich in guter Gesundheit, während die Elfen nämlich auch schon von diesen ganzen Blasting Charges erwischt werden können. Slayer haben noch nichts gemacht, sind trotzdem schon fast tot. Kein schönes Ende für Slayer. Und hier hinten haben wir den Exalted Hero, den wir gegen springen sehen. Da ist er. Ein Breakers sind ziemlich harte Kerle. Aber gegen so einen Ansturm aus 1, 2, 3, 4 Einheiten plus einem Helden werden auch sie Probleme kriegen. Gucken wir mal. Hier hinten fliegt der Chaos Lord weiterhin diesen Gyrocopters hinterher.
Und hier flüchten diese Giant Coppers weiterhin vor diesem Marauder Horseman. Ab und zu habe ich vergessen, die zu Micron. Und das beißt mir jetzt hier in den Hintern. Erwarteterweise. Flieg! Flieg, Gyrocopter! Oh nein. Ich glaube, die werden im Nahkampf nicht so viel Erfolg haben gegen den Chaos Lord mit zweiköpfigen Ungetümen. Gut, unabhängig davon geht hier der Kampf einfach weiter. Ein Slugfest, das seinesgleichen sucht. Diese hinteren Einheiten sind mittlerweile auch schon beschädigt, weil ich mit meinen Runesmiths die Rune of Wrath and Ruin auf diese Einheiten hinten ausgeführt habe, weil diese Einheiten am meisten Modelle noch haben. Und je mehr Modelle in einer Truppe sind, desto mehr Schaden an den Hitpoints macht die Rune of Wrath and Ruin. Und wir können schon sehen, das war gar nicht schon schlecht. Alle diese drei Einheiten sind noch gar nicht im Kampfgeschehen beteiligt gewesen und auch schon stark beschädigt. Hier vorne halten die Iron Breakers immer noch. Auf dieser linken Flanke werde ich langsam verzweifeln und schicken meine Dwarf Warriors in den Kampf. Ich hätte sie eigentlich hier an die Flanke schicken können, aber dann hätte sie mich wahrscheinlich wieder mit seinen Truppen flankiert. Seine Einheiten fangen langsam an zu brechen, aber auf meiner Seite sieht es auch nicht so optimal aus. Angrim Iron Fist habe ich mittlerweile auch in die gegnerischen Horden reingeschickt, damit er ein bisschen Ärger macht und Schaden verursacht, aber es nutzt jetzt eher mit seinem Chaos Lord, der natürlich auch eine Health Potion hat, greift Angrim Iron Fist an. Angrim Iron Fist ist stärker und jetzt kommen die Slayer hier zu unterstützen gegen diesen Chaos Lord. Wir können sehen, dass seine Lebensenergie relativ schnell im Bach untergeht, aber er verursacht schon verdammt viel Schaden. Zieht er sich auch gleich wieder zurück. Wenn er Chaos Lord, Chaos Horden vernichtet wird, sinkt die ganze Moral des Chaos schon drastisch. Das geht in die Laufung über sich. Wir können jetzt sehen, diese ganzen Chaos-Einheiten keinen einzigen Schlag gegen meine Zwerge befolgen. Ruin ist fast tot. Also, Rune of Wrath and Ruin möchte den ihren Effekt nicht unterschätzen. Und das, obwohl die keine Magie kostet, das heißt, wir können sie ganze Spiel weiter benutzen, ohne die Sorgen machen zu müssen. Hier hätte ich meine Slayer eigentlich sofort wieder aus dem Kampf rausziehen müssen, denn gegen diese Chaos Warriors mit Great Weapons sind sie verschwendet. Ich hätte sie wirklich aufsparen müssen für diesen Chaos Lord, genauso wie Angrim Iron Fist. Und hier kommt der nächste Vortex Spell, die Slayer sind praktisch so gut wie tot. Aber die erste Angriffshorde des Chaos ist tatsächlich zurückgeschlagen worden. Angrim ist jetzt isoliert und wird angegriffen vom Chaos Lord. Wir können uns mal ansehen, wie dieser Kampf ablaufen wird. Chaos Lord hat 2200 Lebensenergiepunkte. Angrim super gebufft mit 1100. Und da kommt die Slayer hinterher. Chaos Lord immer noch auf 2200. Ah, er hat eine Health Potion verwendet. Also hat Angrim ihm deutlich Schaden zugefügt. Also Angrim ist einfach der Monstervernichter. Vom Beast. Die Slayers hoffen sich einen heldenhaften Tod. Oh nein, und Angrim hat hier das Zeitliche gesegnet. Auch wenn der Slayer immer noch mutig ist und weiter kämpfen möchte. Gut, der Chaos Lord ist trotzdem ziemlich beschädigt. 1700 Punkten. Aber Angrim ist tot und das ist ein Riesenproblem für meine Zwerge. Ironbreakers kämpfen trotzdem noch fast bis zum letzten Mann und verscheuchen diese gesamten Chaos Marauders. Aber das Problematische ist, dass sie nur broken, noch nicht shattered, werden mit Sicherheit wieder zurückkommen und weiterhin Probleme machen. Hier sind nur vier Slayer, die sich heldenhaft hier auf den Chaos Lord stürzen, der keine Hitpunkte mehr generieren kann, aber das wird eng für diese vier Slayer. Und da gehen sie down. Nichtsdestotrotz haben meine drei Iron Breakers bei einem Iron Breakers von der Schützung der Runesmith des ganzen Chaos Horden zurückgeschlagen.
Was passiert jetzt? Chaos-Spieler zieht sich erstmal zurück, um sich zu sammeln. Um zu warten, bis alle seine zurückziehenden Einheiten wieder gesammelt haben. Keine schlechte Idee. So kann er seine Horden ja, konzentrieren, bevor er wieder in den nächsten Angriff geht. Und ich kann mit meinen Zweigen leider gar nichts machen, weil ich viel zu langsam bin. Völlig verblutet. Jeder Ironbreaker hat sein Sold verdient. Wir können sehen, Runesmith haben relativ wenige Kills bekommen. Die Ironbreaker 70, 154 Kills für diese Ironbreakers und 107 für die hier. Also ziemlich beeindruckend für Einheiten, die relativ geringe Weapon Strength haben. Beschleunigen wir das Ganze, um zu gucken, was passiert. Meine Gyrocopters wurden hier hinten gerade eben vernichtet, weil ich vergessen habe, sie zu micromanagen. Habe ich irgendwo noch andere Gyrocopters? Nein, nur eine weitere Einheit Dwarf Warriors, die flieht. Hier könnte man jetzt vermuten, dass das eine dumme Idee war, mit meinen ganzen Zwergen aus dem Wald herauszugehen, denn so bekommt dieser Chaos Lord, diese die Pferdeeinheit, wieder ihren ganzen Bonus. Aus dem bin ich Throwing Axe, ist völlig hilflos ausgesetzt. Ist doch wirklich dämlich. Ich habe den Angriff antizipiert und meine Rune auf Rune of Negation eingesetzt, aber leider kam kein Angriff. Das heißt, sie war ein bisschen verschwendet, aber wenigstens hat sie die Charge noch rausgehalten. Pop sofort die. Doch nicht. Ah. Jetzt kommen die Angriffe von allen Seiten. Jetzt endlich die Rune of Wrath und Rune auf diese Chaos Warriors hier. Die fahren auch schon teilweise drum um aufgrund dieser Rune von der Chaos Lord. Mitten rein, Chaos zu füttern. Und das ist dann noch zu viel für einige meiner Ironbreakers, die bisher mutig gekämpft haben, aber sie haben zu viele Freunde mittlerweile sterben sehen und machen die Fliege. Sie werden auf der Flucht wieder geschlagen. Und da geht der Runesmith down. Ja, noch nicht, aber jetzt. Terrified. Wer kann es nicht verdenken? Hier noch zwei mutige Runesmith, die gegen diese Horde halten, aber es sieht nicht gut aus, dass sie diesen Kampf umgehen können. Obwohl auch hier wieder eine Rune of Wrath Rune ausgelöst worden ist von mir. Wir können mal sehen, obwohl wir so wenige Zwergeneinheiten haben, haben diese Rune of Wrath Rune und so eine Einheit 0,nix. Vernichtet. Und auch diese zwei Runes halten heldenhaft aus. Bam. Oh, du hast gesehen, der Zwerg ist hochgesprungen, hat diesen Chaos Warrior getreten und ihm seinen Kopf vor den Schultern getreten. Ziemlich crazy. Und der Design hat auch verscheucht, shattert, das ist ja wirklich absolut nutzlos hier, diese Rune of Wrath Rune auf diese schon geschattete Einheit aufzulösen. Aber ich habe es nicht richtig gesehen. Spätestens jetzt hätte ich mich wieder zurück in den Wald zurückziehen müssen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Die haufenweise Einheiten gegen die Truppen kommen wahrscheinlich auch nicht mehr zurück. Und es wird hier ein Kampf auf den letzten Mann, so wie es aussieht. Dummerweise hat er einfach die überlegene Mobilität mit seinen Einheiten. Sobald er hier in der Luft ist oder sich entscheidet, mit seinem Chaos Sorcerer zu flüchten, bin ich hilflos. Mal sehen, wie viel Schaden diese Rune of Wrath tun. Eine Einzeleinheit macht nicht viel. Ein Angriff und er flieht. Ein Angriff und er flieht. Das gleiche passiert mit seinem Chaos Sorcerer. So viel für diese Ironbreakers. Sie sind geschattert. Die andere Einheit auch. Und das war das Ende dieser Runde.
Also mit genug Armor-Piercing-Einheiten, fliegenden Einheiten, diesen sehr guten Hit-and-Run-Taktiken und dem effektiven Ausschalten meiner Gyrocopter hat HLLMN32312 den Sieg davongetragen. Good Game an ihn. Was ich hätte besser machen können, wäre erstmal nur einen Gyrocopter zu nehmen und eine Einheit Quarrelos, die mit Bogenfeuer seine Marauder Horsemen abschießen hätten können. Nämlich nochmal zwei mit dieser Armee-Komposition. Wir haben gesehen, eine Rune of Wrath and Ruin war schon fast genug, um diese Einheit fast völlig zu zerstören. Wissen wir fürs nächste Mal. Und ansonsten war es sehr knapp. Ich hätte Ungrim Iron Fist nicht gleich am Anfang an gegen diese Chaos Marauders und Chaos Warriors schicken sollen, dann hätte das noch anders ausgesehen. Genauso wie die Slayer. Der Warrior of Chaos, Chaos-Spieler, hat seine Vortex-Spells zu wirklich fantastischem Effekt eingesetzt. Der hat 119 Kills wahrscheinlich hauptsächlich durch die Vortex-Spells bekommen, und zwar in sehr qualitativ hochwertigen Einheiten. Also gegen solche engen Zwergenformationen können so Vortex-Spells tatsächlich gut sein. Gut, so viel dazu. Diese Armee kann auch zerstört werden, ohne zu große Probleme, wie ihr gesehen habt. Naja, Probleme gab es viele, aber so viel dazu. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.